Hallo und willkommen bei Orange on Black. Hier findet ihr alles zum Thema Programmierung, Hardware, Nerdkram und viele mehr. In unseren Crashkursen zeigen wir euch, wie ihr innerhalb kürzester Zeit zum Beispiel eigene Websites erstellen könnt. Auch wenn ihr programmieren wollt, seid ihr bei uns genau richtig. Wenn ihr absolute Anfänger seid, also kein Vorwissen habt, erleichtern wir euch den Einstieg in beispielsweise C++. Alles zusammengefasst in kompakten Crashkursen. Hier legen wir den Prototypen einer Funktion, nämlich Passwortabfrage, an, welche wir im weiteren Code noch brauchen werden. Das müssen wir für den Compiler machen. Wir sehen auch, mit Code gefüllt ist diese Funktion jetzt noch nicht. Einfach, schnell und möglichst lecker. Das sind die Voraussetzungen für ein Gericht, das wir in Nerdnahrung vorstellen. Dabei ist es vollkommen egal, um was es sich handelt. Hauptsache es mundet dem geneigten Nerd. Ob Frühstück, Dessert oder Mittagessen, hier ist alles vertreten. Ja, falls es da draußen Vegetarier gibt, ich weiß nicht, ob es Nerds gibt, die Vegetarier sind, aber falls es die gibt, könnt ihr das ja einfach weglassen. Und falls ihr Veganer seid, könnt ihr einfach alles weglassen und Apfel essen. Das ist dann auch nicht mein Problem. Was ist das BIOS? Wo sitzt die Grafikkarte? Und worauf muss ich eigentlich beim Kauf von Arbeitsspeicher achten? Wir zeigen, wie es gemacht wird und gehen dabei auf Details ein, die andere gern mal unter den Tisch fallen lassen. Bei den ganzen modernen Grafikkarten gibt es meistens sogar zwei Anschlüsse für den Strom. Einige Menschen vergessen dann einfach, den zweiten Anschluss dran zu machen, weil sie den ersten dran gemacht haben und überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass es möglicherweise einen zweiten gibt. Und dann liefert die Grafikkarte möglicherweise nicht die volle Leistung und man hat dann irgendwie... Der alltägliche Kommentarwahnsinn, der in Form von eimerweisen E-Mails bei uns im Postfach eintrifft, bedarf natürlich einer adäquaten Beantwortung. Die interessantesten Fragen behandeln wir in kurz kommentiert, auch wenn wir dabei manchmal nicht ganz so ernst bleiben. Die nächste Frage steht unter unserem Video Videos extrem verkleinern, in dem wir zeigen, wie man, naja, Videos aller Art extrem verkleinert. Und was ist jetzt wohl die sinnloseste Frage, die irgendjemand stellen könnte? Genau, 1000 Punkte an T-Worlds 1999. Ich will ein Video von einem Spiel komprimieren. Wie? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also entweder machst du es genau so, wie wir es in dem Video gezeigt haben, oder du spielst es auf irgendeinem ganz kleinen Bildschirm ab und danach ist es bestimmt kleiner. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch. Mehr Infos gibt's auf orangeonblack.de und wenn ihr uns auf Twitter folgt, bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden. Also dann, bis zu einem nächsten Video von Orange on Black.